Willkommen zur aktiven Pause. Gut, alles klar. Dann starten wir. Wir machen wieder ein bisschen Aktivierung der Muskulatur, dann noch ein bisschen was für die Beweglichkeit. Und versuchen uns in 15 Minuten so gut wie möglich wieder in eine richtige Position zu bringen, damit wir den restlichen Tag noch schön stabil sitzen können. Als allererstes möchten wir die Schultern in eine richtige Position bringen, beziehungsweise die Muskulatur der Schultern aktivieren, die die Schulter auch in eine richtige Position tun. Und was wir als erstes dafür tun, ist, dass wir die Arme im rechten Winkel nach vorne strecken. Also wir haben hier jetzt einen rechten Winkel. Die Position, ob die Schulter jetzt eher vorne oder hinten ist, ist erstmal unwichtig. Wichtig ist allerdings, dass ihr die Hüfte festmacht, also wie so ein Michael Jackson Move, den Po anspannen. Und jetzt möchten wir die Schultern nach hinten ziehen und wieder ganz weit nach vorne strecken. Stellt euch vor, euer Arm liegt auf so einer Ebene auf und ihr slidet nach hinten und schiebt das Ganze wieder nach vorne. Das machen wir eine Minute. Schulterblätter gehen nach hinten, die Schulter verschiebt sich nach hinten und die Schulter geht vor. Die Ellenbogen bleiben die ganze Zeit dabei gestreckt. Der Zug kommt aus der hinteren Muskulatur, vor allem vom Lat. Sekunden noch. Und locker. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass das ein bisschen schwierig ist oder dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt den Arm nicht so richtig nach hinten ziehen, ohne den Ellenbogen zu beugen. Das ist einfach dann ein Feedback dafür, dass die Muskulatur da hinten, die diese Aufgabe erfüllt, nicht so gut trainiert ist und einfach nicht genau weiß, was sie tun soll. Dort ist das praktisch ein Defizit von der Ansteuerung. Damit ihr das Ganze noch mal ein bisschen besser verinnerlichen könnt, machen wir dafür noch einen zweiten Durchgang. Arme gehen wieder nach vorne, ob ihr die Hände gestreckt habt, die Finger ausgestreckt habt oder eine Faust zu einer Faust schließt, das ist euch überlassen. Ich habe da immer gerne eine Faust und dann Schulterblätter nach hinten. Bauch ist fest und wieder vor. Wichtig ist, der Abstand vom Bauchnabel hier zum Schambein, der verändert sich nicht. Wir wollen also nicht nach hinten gehen und hier ins Hohlkreuz fallen, sondern Bauch ist fest, Hüfte ist fest und nur die Schulter bewegen sich vor und zurück. Sekunden noch. Und locker. Sehr gut. Der größte Fehler, der gemacht wird, wenn man irgendwelche Übungen macht, wo man hier nach hinten ziehen muss, dass ihr die Schultern immer nach oben zieht. Dadurch wird eben die Nackenmuskulatur, bekommt dann einen sehr, sehr starken Tonus und das hilft einfach nicht gegen die Verspannung der Nackenmuskulatur, sondern oftmals fördert es einfach nur noch mehr die Verspannung. Es ist wichtig, dass ihr lernt, bei dem nach hinten ziehen der Schultern die Nackenmuskulatur zu entspannen, wenn wir gerade sind,
Und die Muskulatur hier unten, also den Latissimus, diesen großen V-Muskel, den anzusteuern. Das wollen wir jetzt mit der nächsten Übung machen. Dazu stellt ihr euch vor, dass ihr hier vorne in der Hand so eine Eisenstange haltet. Und diese Eisenstange, die wollen wir umbiegen, imaginär. Und mit beim Umbiegen dann den Muskel hier zu aktivieren. Dazu ist die Schulterposition jetzt schon die hintere Position, die wir eben gerade hier schon eingeübt haben. Das heißt, die Schultern sind hinten und dann möchte ich die Stange umbiegen. Und beim Umbiegen spürt ihr, wie der Muskel hier an der Seite angesteuert wird und wieder lösen. Lat anspannen und wieder lösen. Das machen wir auch eine Minute. Stellt euch dabei vor, wenn ihr eure Schulterblätter jetzt in dieser Position habt, wenn ihr hier seid, wollt ihr die praktisch immer so nach innen rotieren und wieder zurück in die Position. Nach innen rotieren und durch diesen Zug, den ihr hier habt, spannt ihr den Muskel hier an der Seite an. Beim Umbiegen könnt ihr einatmen und beim Lockerlassen wieder ausatmen. Die letzten 15. Und ausschütteln, ja. Das Ganze machen wir auch wieder nochmal einmal, weil das eben sehr, sehr schwierig ist, wenn man es nur einmal macht. Dann versteht man es vielleicht schon nicht so richtig. So wie alles andere auch, was man neu lernt, muss man eben öfters machen. Starten in 10 Sekunden, die Schultern nochmal ein bisschen ausschütteln, die Arme ein bisschen pendeln. Ihr merkt vielleicht jetzt schon, wenn ihr es richtig gemacht habt, wie hier oben am Nackenbereich das alles ein bisschen lockerer und entspannter wirkt. Und wir starten in 4, 3, 2, 1. Schultern in die richtige Position, Brustkorb groß und biegen, Bauch bleibt fest. Zwanzig Sekunden noch. Zehn. Und locker. Und wieder ausspielen. Gut. Dann haben wir uns eben jetzt hier sehr lokal an der Schulter aufgeführt. Als nächstes wollen wir noch ein bisschen Bewegung mit dem Arm machen und da ist vor allem die Überkopfbewegung wichtig, weil man da eben sich ganz gut in seinem Alltag drumherum schlängeln kann. Man hat meistens alles auf irgendwelchen Höhen, wo man gut drankommt, am Schreibtisch ist immer alles da, wo man schnell drankommt, Telefon auf der einen Seite, Drucker auf der anderen Seite, Schubladen etc. Aber hier oben, da macht man eigentlich sehr wenig und das ist eben die wichtigste Position, weil ich muss in alle Bewegungen, die eben ein Gelenk gehen kann, auch gehen. Und jetzt machen wir die Überkopfbewegung einarmig. Dazu streckt ihr einen Arm gerade zur Seite. Das habt ihr so ein bisschen als Feedback, falls euer Körper sich irgendwie zu sehr seitlich neigt oder zu sehr rotiert, dann könnt ihr das eben an diesem Kontrollarm ganz gut sehen. Dann
Auf der anderen Seite, stellt ihr euch vor, habt ihr hier irgendwie eine Hantel in der Hand, die Knöchel von der Faust schauen nach oben an die Decke und dann möchtet ihr mit dem Ellenbogen immer in dieselbe Richtung zeigend den Arm bis nach oben in die Streckung bringen, sodass ihr eine durchgehende Linie von der Hand bis zum Fuß habt. Und derselbe Weg geht wieder zurück. Euch wird vielleicht auffallen, dass an einem bestimmten Zeitpunkt der Ellenbogen sich nach außen rotieren möchte und man dann am Ende eher hier so ein bisschen hier ist oder leicht nach vorne gebeugt. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen, dass der Ellenbogen immer in dieselbe Richtung zeigt, bis ihr hier in die Streckung kommt und denselben Weg wieder zurück. Achtet darauf, wenn ihr zurückgeht, dass die Schulter nicht hier vorne hängt, sondern immer am Anfang der Bewegung hinten ist. Und dann geht die andere Seite raus, die wir eben bewegt haben, und machen das Ganze auf der Seite, die eben nichts gemacht hat. Sekunden noch. Und locker. Wieder ausschütteln. Eine letzte Übung haben wir noch. Da wollen wir jetzt die Bewegung mit beiden Armen gleichzeitig machen. Mit einem, da hat man noch immer so ein bisschen Ausweichmöglichkeit über die Rotation, sodass man hier hinkommt. Wenn man es mit beiden Armen macht, dann merkt man dann doch, wenn jetzt hier der vorbei ist, kann der Körper immer schummeln, dann lehnt man sich ein bisschen nach hinten und dann ist die Hand auch gerade nach oben. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen hier eben aktiv in diese Position kommen. Das heißt, selbe Bewegung wie eben gerade auch, nur mit beiden Armen zusammen. Und los geht's. Zehn Sekunden noch. Und locker. Sehr gut. Super. Da habt ihr wieder mal eine aktive Pause geschafft. Heute Fokus sehr stark auf die Schultern. Vielleicht merkt ihr jetzt auch schon, wenn ihr hier da sitzt, wie die Schultern nach hinten möchten und man nicht in dieser gebeugten Position sein will. Ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche oder in einem der anderen Kurse in der kommenden Woche. Sehr schön. Dann bis denn.